Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Game Vlog. Und zwar zocken wir dabei eine Runde Diablo 3. Also ich zocke hier ein bisschen weiter. Ja, ich bin der Onkel. Hier bin ich auch mal. Ich will gleich mal hier einen Webcam-Test machen. Denn ich habe mit der Webcam noch was vor. Der liebe Amsrock wird wissen, was ich vorhab. Und ja, deswegen mache ich das gleich mit als Test. Und ja, würde ich sagen, mache ich jetzt mal hier so einen kleinen Game-Vlog bei Diablo 3. Ja. Und ja, kommen wir gleich zum ersten Thema. Und zwar Thema Nummer 1 ist die Homepage. Denn Gamerscheck LP hat jetzt eine Homepage. www.gamerscheck.lp.de. Natürlich ist die unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ja mal drauf gucken. Und da gibt es viele interessante Sachen zu lesen. Gerade rund um die Projekte, die auf Gamerscheck LP laufen. Der Uploadplan ist dort zum Beispiel auch verfügbar. Und es werden auch noch einzelne Kanäle, will ich auch so ein bisschen mit unter die Arme greifen. Und zwar ist dort auch der Noxy mit und der Revano natürlich und der Nero. Und ja, die habe ich dort, und von den ganzen Leuten werden dort immer neue Projekte und sowas als News angezeigt oder werden dort dorthin gepostet. Und vielleicht kommen auch ein paar Gaming-News, ich weiß es noch nicht, wie es so alles so klappt. Mal gucken. Ich habe dort vor, auch ein bisschen, vielleicht in Zukunft auch ein paar Reviews zu machen. Obwohl ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie ich das alles gestalte. Aber auf jeden Fall, ihr könnt ja schon mal drauf gucken. Der Uploadplan ist dort, wie gesagt, auch. Den findet ihr nicht mehr bei mir im Banner, sondern wenn ihr am Banner unten rechts schaut, seht ihr dort Uploadplan und dort draufklicken, da kommt ihr direkt auf die Homepage und auf den Uploadplan. So eine kleine Tabelle, wo alle Spiele sind. Und ja, das gleiche mache ich gerade für Revano. Wie gesagt, dort findet ihr auch Revanos Projekte. Dort findet ihr, ich gehe jetzt mal hier oben lang. Dort findet ihr Neros, Noxys und die O's natürlich auch, Projekte. Und ja, wie gesagt, draufschauen. Dort erfahrt ihr zum Beispiel auch Livestreams, wann die kommen und wenn mal wieder was Interessantes, wie gesagt, Projekte starten und so weiter und so fort. Und ist auch so ein bisschen, könnt ihr mal ein bisschen rumblättern. Ich habe soweit erstmal den Grundgedanke fertig von der Homepage. Also das heißt, ihr könnt überall mal rumklicken und ihr werdet dann auch was sehen. Außer, okay, es ist noch nicht ganz fertig, ist klar. Ja, es ist noch viele Sachen, die bearbeitet werden müssen, aber auf jeden Fall könnt ihr da schon mal ein bisschen rumgucken und ja, genau. So wird es kommen. Die Homepage wird dann halt eben dafür genutzt und neue Projekte und, wie gesagt, neue Game News und so weiter und so fort. Homepage findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken und Spaß haben auf der Page. Dort, wie gesagt, auch kleine Informationen. Uploadplan habe ich jetzt schon gesagt. Ich gucke mal hier rüber, weil da liegt mein Handy und da habe ich mir eine kleine Notiz gemacht. Und dass ich auch weiß, über was ich hier rede. Und Entschuldigung, dass ich hier in Diablo 3 natürlich ein bisschen unkoordiniert rumrenne, weil es ist doch etwas schwieriger beim Labern richtige Sachen zu zocken. Ich weiß gerade mal, wie du hier... Ich habe das lange nicht mehr gezockt. Ah, okay, das war so. Und dann konnte ich hier noch... Okay. Alles klar. Naja, muss erstmal wieder reinkommen. Ja, dann die O's sind wieder an den Start gegangen, liebe Freunde. Letzte Woche kam das erste Video wieder bei den O's. Also das ist ja Odin Main Kanal. Da zocken wir jetzt meist über... Ja, zurzeit halt viel über Walking Dead, weil ja eben die Winterpause vorbei ist bei Walking Dead. Und unser Kanal war bis dahin jetzt auch pausiert. Wir wollten zwar in der Zwischenzeit noch ein bisschen was machen, was aber nicht funktioniert hat, weil ich eben mit Gamerscheck LP und so weiter und auch, da war ja der Weihnachtsfeiertage und so weiter und so fort, alles noch dazwischen. Klar, ist jetzt Februar, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und auf jeden Fall, die O's sind wieder da. Wir werden jetzt so jede Woche ein Video bringen, auch wenn die Walking Dead weg ist. Wir haben uns das jetzt besprochen. Es wird jetzt jeden Mittwoch, setzen wir uns abends zusammen und machen irgendwas. Wenn The Walking Dead halt vorbei ist, werden wir
ja, Filme besprechen, oder im April fängt ja auch schon wieder vierte Walking Dead an, und auf jeden Fall wird jetzt ist regelmäßig jede Woche ein Video geben, und dort sollen auch Livestreams in Zukunft kommen. Wir wissen noch nicht, wie wir es handeln. Wir wissen noch nicht so ganz, wie wir es handeln. Aber wir haben auf jeden Fall viel vor. Und hä, da ist doch gar nichts, was ich hier zurückgehe. Das ist doch bloß ein kurzer Weg. Warum soll ich denn da zurückreisen? Warum soll ich denn da nicht zurücklaufen? Verstehe ich nicht. Ja. Das zu den O's. Und jetzt komme ich nochmal zu einer Sache. Und zwar erstens mal YouTube-Livestream und bla bla. Ich habe vor, in Zukunft ein bisschen mehr zu livestreamen. Es macht mir einfach viel mehr Freude, euch erstens mal live da zu beglücken, mit euch live zu kommunizieren und mit euch zu interagieren. Und zwar habe ich das ja damals immer auf Twitch gemacht. Aber mal ganz ehrlich, mit Twitch, da habe ich neu angefangen, und das hat nicht so wirklich hingehauen, wie ich das wollte. Ich meine, ich habe das auch schon mit meinen 100 Follower, aber naja, es guckt halt kaum jemand zu. Und hier auf YouTube denke ich halt eben, dass ich eben die Leute erreiche, die ich erreichen möchte. Nämlich meine Abonnenten, euch, meine Zuschauer, und deswegen wird es in Zukunft hier mehr Livestreams geben. Und ja, da habe ich mir nämlich eine Sache überlegt, wie wir damit schon anfangen können. Und zwar habe ich ja vor ein paar... im letzten Vlog oder so habe ich euch gesagt, dass ich keine Singleplayer-Projekte bis aufs Weitere machen möchte. Oder zumindest war das eine Ankündigung, wo ich Fallout gezockt habe, genau. Und ich habe aber gesagt, ich halte mir offen, ob ich noch welche mache. Und zwar habe ich das so vor: Ich werde jetzt auf www.gamerscheck.lp immer ein Voting starten. Ihr könnt aber natürlich auch immer, also pass auf, und zwar kriegt ihr die Auswahl, welche Games ich zocken soll. Ich habe so ungefähr immer 3 Spiele raus, die mir gerade, wo ich gerade richtig Bock drauf habe oder so. Und von den 3 Spielen könnt ihr euch aussuchen, was ich Let's Player, und das wird, erstens könnt ihr dann unter dem dementsprechenden Video, also es kommt jetzt in den nächsten Tagen ein Voting-Video sozusagen, von wo die 3 Spiele angekündigt werden oder euch aufgezeigt werden, und ihr könnt dann aus diesen 3 Spielen wählen, welches ich Let's Playen soll. Ihr könnt das natürlich dann unter das Video auch schreiben, welches Spiel, und es wird dann ein Voting auf www.gamerscheck.lp geben, und dann werde ich 1-2 Wochen warten oder so. Das Datum wird natürlich bekannt gegeben, wie lange ich da warte, weil es muss ja ein Stück, ich kann ja nicht sagen, jetzt heute mache ich das und morgen fange ich damit an, das funktioniert natürlich nicht. Und ja, auf jeden Fall wird es dann eben so sein, dass ich dann das Spiel, was ihr euch raussucht, ja, live Let's Playen. Also das heißt, es wird keine regelmäßigen Let's Plays oder so geben. Ich bin noch am Überlegen, ob ich dann die Parts cutten soll, also das heißt auf 20 Minuten, oder ob ich dann den vollen Livestream, den ich da gerade mache, zocken will. Also das heißt, das Spiel, was ihr wählt, zocke ich live. Und das Geile ist daran halt eben, gerade wenn Spiele mit Interaktion gibt, wo man Entscheidungen hat oder sowas, dann finde ich es halt gerade wieder richtig geil, dass ihr dann mit beitragen könnt, dass ihr dann sagen könnt, was ich machen soll und so. Und das finde ich echt ultra cool, ultra nice. Das hoffe ich, dass das so funktioniert. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch dann lieber wäre, wenn ich die Videos dann, also diesen Livestream dann trotzdem, wenn ich diese Videos dann trotzdem aber was ich fand, waren viele Menschen. Wenn ich die Videos, ob ich die klein cutten soll. Sie betrügen einander. Das ist so meine Frage. Also ob ich die dann auf 20 Minuten oder ob ich dann, wenn ich dann eben 3 Stunden streame, was mache ich denn hier überhaupt? Jemals freigesetzt. Dass ich dann eben auch einen 3 Stunden Stream veröffentliche, auf Deutsch gesagt. Da bin ich gerade blöd. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letzte. Ja, wie gesagt, es wird die nächsten Tage dann das Voting-Video geben. Und da könnt ihr euch raussuchen. Ich freue mich schon mega drauf. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Es wird natürlich auch andere Livestreams geben. Zum Beispiel das Ark-Projekt.
Das ARK-Projekt zum Beispiel wird öfters gelivestreamt, aber dann eben abwechselnd. Also es wird mal auf Noxys Kanal kommen, es wird mal auf Neros Kanal kommen, es wird mal auf Levanos Kanal kommen und immer so ein bisschen abwechselnd. Genauso da die Frage, soll ich dann die Livestreams klein cutten? Und ja, weil ich sehe ja, der letzte Livestream, der läuft ja jetzt immer noch, es war ja ziemlich lang und den habe ich klein gemacht, aber so richtig wirklich angucken tut ihn halt keiner, weil ich denke mal, die Leute, die den sehen wollten, die haben den sich zum Livestream angeguckt. Und jetzt ist er halt, ja, wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare, sagt mir Bescheid, was ich da tun soll. Ein Seelenernte hat uns alle getötet. Und ja, jetzt muss er hier rumquatschen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Super klasse. Ja, jetzt wieder da. Genau, wird es wohl den geben. Interaktives Let's Play. Genau, das habe ich auch. Die Hangouts mit Rivana. Wir hatten ja auch schon mal angesagt, wir haben vor, monatlich zwei Hangouts zu machen. Einmal ein Hangout mit einmal ein Hangout mit bei Rivano und einmal ein Hangout bei mir am Ende des Monats. Also am Anfang des Monats Rivano, am Ende des Monats bei mir. Das ging nur bis heute schief oder bis jetzt schief, weil eben Rivanos Internet weg war. Wir werden auch sehen, wie wir das dann gebacken kriegen, wenn sein Internet wieder da ist, weil er hat wirklich keine besonders gute Leitung. Boah, ich vergesse hier voll. Na, jetzt kommt so ein Riese. Und Alter, ich verkacke hier voll beim Diablo-Zocken. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert aufs Quatschen. Und es wird auf jeden Fall kommen. Ich denke mir mal, also ich habe mit Rivano gesagt, dass wir dann nächsten Monat damit anfangen. Aber ich lasse es mal noch offen, lieber. Ich lasse das Ganze mal lieber noch offen, weil bei Rivano ist es noch nicht so richtig wirklich. Also ich weiß nicht, was da los ist. Es ist noch nicht so richtig erfreulich, was da passiert bei ihm. Und ja, deswegen lasse ich es mal offen. Also wir haben vor, nächsten Monat damit anzufangen. Und der Livestream wird dann, der Hangout wird dann eben so ablaufen, dass wir eben nur vor der Kamera sitzen. Also wir quatschen wirklich bloß, wir zocken nichts. Und es wird so eine Art Vlog sein, wie ich jetzt halt eben hier mache. Wir quatschen über verschiedene Themen vom Kanal. Und ja. Und wenn diese Kanäle, dann diese Themen rum sind, dann ist sozusagen der Stream offen für alles. Dann könnt ihr quatschen, oder was heißt, ihr könnt auch vorher schon quatschen und Fragen stellen, das ist natürlich klar. Aber ich meine, dann können wir über alles reden und bla bla. Und ihr könnt vielleicht sogar mit reinkommen, wenn ihr Bock habt. Da können wir dann zusammen quatschen. Oh, jetzt haben wir hier. Wie ging denn? Genau, das soll nämlich mal auf den kleinen Kobold hier losgehen. Und oh, Alter, ich blick gerade nochmal durch. Wo ist denn der Scheiß Kobold hin? Haben wir den? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie totalen Faden verloren, verdammt. Ich glaube, ich habe den verkackt. Naja, auf jeden Fall wird es, wie gesagt, wie eine Vlog. Und ihr könnt dann mit quatschen. Und später könnt ihr dann vielleicht mit reinkommen in den Hangout. Können wir so ein bisschen quatschen. Es wird einfach bloß eine gemütliche Runde mal der Abend des Vlogs mit quatschen, ohne zocken, ohne Ablenkung. Einfach mal nur wir selbst. Und ja, so soll das laufen. Ob es, wie gesagt, sofort funktioniert, das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Aber wir haben es auf jeden Fall vor. Und das bleibt auch dabei. Es wird kommen. Dann zu unserem GTA 5 Let's Play. Ja, ich muss sagen, ist ein bisschen für euch vielleicht durcheinander, wer spielt denn jetzt nun mit und wer macht denn jetzt nun nicht mit und was ist da denn los? Ja, das Ganze fing an mit, ja, wir waren ja wirklich viele Leute, die da mitgemacht haben. Wir hatten Akrokolb, wir hatten Noxy Nero, wir hatten Mr. Helm ist dann mit eingestiegen, wir hatten Rivano, es waren so viele Leute mit dabei. Ja, das Ding ist, Acid war auch dabei. Acid war, glaube ich, bloß einmal dabei. Agro. Ich weiß nicht, was mit Agro los ist. Das muss ich sagen. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Der Noxy, der kriegt das Spiel nicht mehr zum Laufen. Und dadurch, dass es so riesig ist, muss das sich neu ziehen. Und da hat er einfach keinen Bock drauf, was ich natürlich auch verstehe. Und beim Acid ungefähr das Gleiche.
der kriegt das Spiel auch nicht mehr und der hat noch eine schlechtere Leitung. Und naja, ja, und Mr. Helm ist jetzt leider auch ausgestiegen, ist mein letzter Standpunkt. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie das dann weitergeht. Chrisplay habe ich vergessen zu sagen. Und Gabax habe ich natürlich auch vergessen zu sagen, aber die sind ja noch da, deswegen habe ich die jetzt vergessen zu sagen. Chrisplay, Gabax, Rivano, ich und Akku ist eigentlich auch noch mit eingeschrieben, aber ich habe keine Ahnung. Da, wie gesagt, er meldet sich nicht und ich weiß es nicht. Ich hoffe, da wird trotzdem noch was draus. Und ja, und genau dazu wollte ich eben sagen, ihr könnt gerne bei GTA Online unten in die Kommentare Vorschläge machen, was wir machen sollen. Also wenn ihr Ideen habt, hey, macht doch mal dies, macht doch mal das. Gerade wir machen hier die ganze Zeit nur Missionen und haben hier natürlich, gerade weil Chrisplay ja auch ein größerer Kanal ist, wo mehr Leute da gucken, haben wir ja eigentlich gehofft, dass von euch Zuschauern ein paar Vorschläge kommen, ein paar Ideen, ein paar Dings, wo sie sagen, hey, macht mal dies, macht mal das. Es kamen so einige Vorschläge, die habe ich mir auch zusammengefasst, aber das Problem dabei ist, es sind noch zu wenig, dass wir jetzt sagen könnten, hier, wir machen jetzt mal eine Session, also wir wollen das dann so machen, dass wir dann wirklich, wenn ihr jetzt so im freien Modus sozusagen irgendwelche Aufgaben für uns habt, dann würden wir natürlich das als eine einzelne Session machen, ohne irgendwie Story oder irgendwas zu machen, weil ja, ich habe schon gemerkt, es kamen Ideen, aber die sind halt ein bisschen aufwendig und da braucht man halt ein Stück dafür und da kann man nicht einfach sagen, das machen wir mal in dem Part und dem Part, da müssen wir dann schon mal uns, ne? Und ja, macht Vorschläge, bringt Ideen, was soll man machen, vielleicht auch, wenn ihr Bock habt, mitzumachen, sagt einfach Bescheid. Wir klären das dann mit den ganzen Kollegen ab, die da mitspielen. Und ja. Genau. Wir spielen das Ganze auf PC, weil die Frage auch öfters mal kam. Ist das auf PC oder ist das PlayStation? Oder ist das, auf was ist es denn? Das ist PC, was wir spielen. Und ja. Wie gesagt, macht Vorschläge. Oder ihr könnt auch gerne, wenn ihr möchtet, uns Strecken bauen. Ihr könnt uns Strecken bauen und sagen, hier, die heißt so und so, probiert die doch mal aus, zeigt die doch mal. Dann gibt es natürlich mit schönen Grüßen an euch dann sozusagen, gibt es dann eben diese Strecke. Oder ihr könnt uns, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das funktioniert auch, dass ihr uns direkt Playlisten machen könnt. Also sozusagen vielleicht eine Dings, wo man viel, wo man einige Levels eben dann hat, nacheinander abspielen kann. Ich glaube, solche Playlisten könnt ihr das uns auch machen. Und ja, wie gesagt, oder macht Vorschläge, wenn ihr irgendwelche coolen Strecken könnt, die besonders lustig sind oder sowas. Sagt, so und so heißt die, dann werden wir uns drum kümmern. Und wir wollten das eigentlich so ein bisschen als interaktives Let's Play für euch auch machen, dass ihr da so euren Spaß dran habt. Bloß irgendwie ist das, ja, entweder nicht ganz angekommen bei euch. Und das weiß ich nicht, dass ihr das irgendwie nicht mitbekommen habt, dass wir euch das gesagt haben, da mal was zu sagen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall macht's ruhig, redet mit uns. Und auch die vielleicht Chrisplay-Zuschauer, die hier gucken, schreibt so nur seine Kommentare meinetwegen. Ihr müsst ja nicht, ne? Wisst schon, wie ich meine. Und ja. Nicht genug Wut. Wir versuchen das dann halt eben umzusetzen. Ja, dann ein ganz großes Thema ist natürlich die Gamescom 2016. Was heißt ganz großes Thema? Ihr wisst davon eigentlich kaum was, außer ihr habt unseren Livestream von Ark verfolgt. Und zwar sind wir dieses Jahr auf der Gamescom. Also soweit, also es ist bis jetzt geplant. Ich sag mal so, also ich gehe auf jeden Fall hin. Rivano wird auch dort sein, weil ich werde ja bei Rivano übernachten. Also bei seinen Leuten. Deswegen, wir werden auf jeden Fall dort sein. Und es wird voraussichtlich dabei sein, der Sergeant Möller wird dort sein, der Noxy wird dabei sein, der Nero wird dabei sein. Und alle, wir wollen uns alle treffen und dann ein schönes Wochenende verbringen. Wir werden Freitag und Samstag dort sein. Wir haben auch vor, beim Zweikampfsofa, ja, ist richtig, mal vorbeizuschauen. Die werden auch dort wieder sein, hoffe ich. Da wollen wir mal reinschauen bei denen. Und ja, schöne Grüße an dieser Stelle an die zwei. Da kommt auch noch was auf euch zu. Ja, und wir werden dazu auch T-Shirts machen lassen. Ja, genau, richtig. Wir lassen uns T-Shirts machen.
Und zwar werden das alles YouTube Germany T-Shirts sein. Also YouTube Germany ist ja eigentlich eine Community, die Revan und ich ins Leben gerufen haben. Und leider haben nur wenige das so genutzt, wie es eigentlich nutzen sollte. Und deswegen gibt es jetzt auch Nero, Noxy und so weiter. Die nutzen es halt alle so, wie wir es nutzen wollten. Und der Rest ging halt ein bisschen schief in der Community. Aber auf jeden Fall, es wird ein T-Shirt geben. Seht ihr hinten drauf unser YouTube Germany Dings. Und vorne drauf bekommt ihr unsere ganzen Kanal-Avatare und bla bla bla. Ich weiß, ich spiele gerade Diablo komplett langweilig und mache keine Special-Attacken. Das liegt einfach daran, dass ich gerade überlegen müsste, wie das funktioniert. Und da habe ich jetzt keine Zeit, weil ich möchte euch ja was erzählen. Und ja, Gamescom wird auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, ihr seid auch mit dort. Und die T-Shirts werden natürlich, wenn diese gemacht sind, die Seite, wo es die gibt, die werden wir natürlich bei uns verlinken. Wenn ihr dann Bock habt, so ein T-Shirt zu bekommen, oder wenn ihr so Bock habt, euch so ein T-Shirt zu holen, könnt ihr das natürlich dann erwerben dort. Wie das dort gemacht wird, das wird besprochen, keine Ahnung, das ist, ja. Und auf jeden Fall freue ich mich da schon drauf, ihr erkennt uns an den YouTube Germany T-Shirts und wenn ihr unsere Kanäle halt bloß kennt, an unseren Kanälen, Kanal, Avatar und bla bla. Ja, das wird auf jeden Fall saulustig. Wir haben dann vor. Auf jeden Fall werde ich eine Videokamera mitnehmen. Das ist ein Muss. Und es werden dort schöne Filmchen aufgenommen. Ist mein Handy schon wieder ausgegangen. Ach mein Gott. Ich brauche doch die Informationen. Muss ich aber ausgehen. Und ja, mal schauen, was da so abgeht bei Gamescom. Ich erfahren habe, es soll sogar Crisplay und so dort sein. Ich weiß nicht, wer noch. Crisplay weiß ich jetzt. Ich glaube, er hat noch mehr gesagt, aber ich werde mal mich jetzt zurückhalten, weil ich keine Ahnung mehr habe, was er da gesagt hatte zu mir. Er hat gesagt, er ist da mit dem und dem dort. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Crisplay, denke ich mir mal, werden wir dann sehen. Und ja, freue ich mich auch schon drauf, den mal persönlich kennenzulernen. Und ja, wird bestimmt ultra cool, ultra nice. Und ja, wir werden sehen. Ist jetzt erstes, ich werde dann sozusagen in Gamescom Sachen in Guildford. Weil Gamescom, also was heißt die Guildford, Gamescom weiß ich schon, was es ist, ne? Das ist klar. Aber halt dorthin zu gehen. Viele waren ja schon dort von den YouTubern und bla bla, aber ich noch nicht. Oder wir noch nicht. Und Rivano war, glaube ich, auch schon mal bei der Gamescom. Ich halt eben noch nicht. Und es wird lustig, wenn die Truppe da dort auftaucht. Ja. So, dann geht es nochmal um Projekte auf dem Kanal. Und zwar um die Game Checks, die ich ja immer gemacht habe. Das heißt, die Spieletests. Und zwar habe ich diese, ja, sozusagen, weil ich ja vorhabe, vielleicht die sogar auf www.gamerscheck.lp.de in Schriftform zu machen. Habe ich mir überlegt, die Gamechecks auf dem Kanal bleiben zu lassen, weil ich schaff's einfach nicht. Ich krieg immer so ein Spiel und bis ich dann das alles drin habe, im Kasten habe, reingeplappert habe und bla bla, das ist ja alles ja nicht beim ersten Mal geschafft und so. Man möchte sich ja auch ein bisschen ordentlich ausdrücken und es soll ja was Ordentliches werden. Und das vergeht so viel Zeit ins Land, bis man so einen Gamecheck fertig hat und ich pack's einfach nicht mehr. Ich habe immer Probleme gehabt mit Sachen Real Life, da irgendwie Zeit zu finden und deswegen kam immer der Gamecheck auch verdammt spät zum Release und ja. Und deswegen werden die jetzt einfach nur noch angezockt sein. Ich werde diese Spiele einfach nur noch anzocken und werde ein bisschen drüber reden und werde zum Schluss meine Meinung drüber sagen zu dem Spiel. Das Ganze eben ohne Schnitte, ohne irgendwas, sondern einfach, wie gesagt, wie ein angezockt. Und das dann eben meine ersten Momente und bla bla. Wie ich es ganz am Anfang gemacht habe, meine Gamechecks, so werde ich sie jetzt auch wieder machen. Da geht einfach, ich klicke das Spiel oder hol mir das Spiel, ich lege es in die Konsole oder in den PC, installiere es und fange an. Dann ist es am selben Tag das Video fertig. Und so brauchte ich immer, ja, also gut, 3-4 Tage brauchte ich immer für so einen Gamecheck und das ist ein bisschen, naja, nervig auch mit der Zeit, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht,
Spaß gemacht, da sich da reinzufitzen. Das macht auch Spaß, aber ja, die Zeit sagt halt, ich darf nicht. Ich kann es nicht machen. Und deswegen mache ich das jetzt so. Und ja, komm halt mehr angezockt. Revano die Let's Plays. Ja, das ist ja ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit. Der Kanal hat auch ein bisschen geschlafen, Day-Day gemacht. Und hat sich ein bisschen ausgeruht von Revano. Ich habe mich ausgeruht von Revano. Nein, natürlich, ich bin die ganze Zeit noch im Kontakt mit Revano gewesen. Aber wie ihr ja wisst, ist sein PC, sein Internet weg gewesen und wir konnten einfach nichts mehr aufzeichnen. Jetzt ist es wieder da. Es läuft zwar noch stockelig, aber wir haben zum Beispiel schon Star Wars wieder aufgenommen. Und selbst im Star Wars Part, in dem Part, wie habe ich den genannt? Kurze Wiederkehr oder so. Selbst in diesem Part hatte Revano seine Probleme. Wie ging denn das mit der scheiß Map hier? Ich kann die. Wie ging denn das mit der Map? Scheiße, ach so, hier. Oh, da unten ist noch was, da gehen wir erstmal hin. Ja, und jetzt geht's langsam wieder weiter. Wir haben WWE im Kasten, wir haben Star Wars im Kasten. Imperium wurde ja schon aufgenommen mit ein bisschen schwierigem Internet bei Revano. Wir haben es trotzdem aufgenommen. Das geht dann natürlich auch immer weiter jetzt und es wird jetzt alles wieder seinen Gang gehen. Und was ich euch schon mal sagen kann, Division wird mit Revano auf jeden Fall sein. Wir zocken das Ganze auf der PS4. Und für die Frage, nein, es wird kein Odin dabei sein. Warum, ist egal, wir haben uns nicht gestritten oder irgendwas. Nein, nein, das hat andere Gründe. Es ist einfach nur, ja, er ist vielleicht mal als Gast mit dabei, aber so richtig als ein Projekt wird er nicht mit sein. Dafür, es wird aber ein anderer mit sein, der schon bei der Beta dabei war. Das kann ich schon mal sagen. Und ja, und zwar, ja, wird das Crazy Freak sein, der wird auf jeden Fall dabei sein. Und ja, falls ihr euch alle fragt, Crazy Freak, da war doch was und bla bla bla. Ja, das ist richtig. Wir haben uns aber wieder sozusagen vertragen. Ist alles wieder klar bei uns. Es wird zwar nicht mehr so sein wie früher, dass wir hier auf und weise zusammen machen, aber wir haben uns so weit zusammengerissen, dass wir wenigstens mal wieder ein bisschen zusammen zocken, ein bisschen zusammen aufnehmen, wieder ein bisschen zusammen labern und ja, ich meine, das sind jetzt zwei oder drei Jahre her mit Crazy, die ganze Sache und irgendwann, ich meine, wir sind ja alle erwachsene Leute irgendwo, irgendwo und ja, irgendwann muss auch mal irgendwie verziehen werden oder sonst irgendwas. Ich bin ja einer, der eigentlich überhaupt nicht lang beleidigt oder sowas ist, bloß da ging es ja um was anderes. Das war, ja, aber es ist ja egal. Auf jeden Fall, wir haben uns sozusagen wieder zusammengerissen, an einem Stream gezogen, an einem Riemen gezogen. Und es wird jetzt in Zukunft immer mal so ein bisschen was noch wieder geben. Wie gesagt, es wird nicht versteift und nicht hier irgendwie, jetzt wird nur noch mit Crazy Freak wie damals Let's Play und Podcasts und bla 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 und blublublu und bla 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 bla. Nein, das wird es nicht geben. Es wird vielleicht mal hier und da mal vielleicht ein Vlog mal mit mir geben oder vielleicht ein Let's Play mal mit Crazy geben. Und wie gesagt, wir haben uns ein bisschen zusammengerissen. Wir kommen wieder miteinander klar. Wir haben die Sache beiseite gelegt. Und ja, wen sowieso mal interessiert, weil Gamers Check LP, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ja, hat eine Geschichte hinter sich. Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt ein Riesenkanal sind und wir mit mega Erfolgen gesegnet sind, muss ich doch sagen, hat Gamers Check LP doch eine ganz schöne Geschichte. Und diese Geschichte findet ihr zusammenfassend auf www.gamerscheck.lp, einfach mal unter uns. Das ist ein ellenlanger Text, könnt ihr mal durchlesen. Und da erfahrt ihr mal, was so in der Zeit so mit Gamerscheck.lp passiert ist. Oder was überhaupt so,
ja, wie Gamerstick IP entstanden ist und wie ich die Leute kennengelernt habe und bla bla bla. Ich habe da alles so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen ausführlicher umschrieben, beschrieben. Und ja, könnt ihr ja mal durchlesen, würde mich freuen. Und natürlich sind auch Änderungsvorschläge bei der Homepage gerne, was ich vielleicht, wenn ihr sagt, ey, das könntest du doch mit drauf machen auf die Homepage, einfach reinposten. Ich werde überlegen, wie ich das umsetzen kann. Und werden wir mal schauen, was wir so für Möglichkeiten haben. Und ja, und wie ihr dann auch schon seht, wenn ihr auf die Homepage drauf geht, werdet ihr am Anfang gleich oben sehen. Privano-Kanalvorsteller-Spec, bla bla. Also das heißt, ihr kriegt dort die News auch von den einzelnen Kanälen. Aber das habe ich ja alles schon erzählt, Mann. Und ja, wo war ich denn eigentlich? Ach, ich war eigentlich bei Crazy Freak. Ja, wir haben uns halt wieder, ja, zusammengerissen. Und ja, wird mal schauen, was die Zukunft so bringt. Und ganz ehrlich, mir ist auch vollkommen schnuppe, was der und der und der, auch bekannte Kreise, muss ich sagen, es ist mir einfach schnuppe, was die Leute sagen, was die davon halten und was die, es ist, ja, es ist meine Sache, ganz einfach, und wenn ich denke, dass ich, wieder so weit bin, dass es wieder funktionieren kann, dann ist das so. Und da kann keiner was eben dagegen sagen. So ist das nun mal. Aber egal. Ja, das war's eigentlich, was ich zu dem Vlog sagen wollte. Ich bin hier echt bei Diablo gerade nur am Rumsticheln. Ich merke das schon. Ich bin die ganze Zeit gar nicht so richtig bei der Sache. Weil normalerweise mache ich ja hier Moves und Specials und bla 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 und zick, aber ich krieg's nicht gebacken. Also. So, jetzt wird auf jeden Fall der Typ erstmal. Ja, da ist er gleich mal hochgegangen. Der Sack. Und ja, dann war's das jetzt für den Vlog, denke ich mal. Habe ich denn alles gesagt? Oh, jetzt habe ich gesagt, Let's Plays mit Revano habe ich gesagt. Das ist eigentlich alles gesagt. Auf jeden Fall, was wichtig ist, ist mit dem Voting für den Let's Plays. Das natürlich könnt ihr, wie gesagt, die Votings wird es auf www.gamerscheck.lp geben. Da gibt es dann so einen Klick, wo ihr dann draufklicken könnt. Oder ihr macht es halt unter dem Video. Das werde ich dann alles zusammenfassen. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr da eure Meinung mit abgeht, wenn ihr da so ein bisschen mit interagiert. Oft auch als Pesttunnel bezeichnet. Und ja. Da, super. Jetzt habe ich natürlich hier die Webcam an und habe eigentlich überhaupt nicht so mit euch kommuniziert, weil ich irgendwie. Es ist doch was anderes. Diablo zu zocken als. Um Westmark als Vlog verkleidet ersticken zu sehen. Ist doch was anderes. Und ich habe mir extra gedacht, gut, nimmst du Diablo, weil ich suche ja jetzt schon extra Spiele, weil ich weiß ja, wie ich bin, dass ich eben bei Spielen, ich glaube, ich habe mich aber auch hier wieder sehr wiederholt, dass ich eben bei Spielen nicht auf den Punkt, bei Spielen, wo ich viel durcheinander habe und so ein Zeug, nicht wirklich auf den Punkt komme und ständig noch selbe Quatsch und dass dann alles sich alles so in die Länge zieht und was jetzt hier natürlich auch der Fall bei manchen Sachen war, weil ich nicht gedacht habe, dass mich Diablo doch so vom Quatschen ablenkt. Aber ich habe diesmal keine Themen vergessen. Das ist mir hoch anzurechnen, denn ich habe, wow, ich habe sehr oft bei Vlogs immer vergessen, was ich gesagt habe oder so, weil gerade eine spannende Szene oder so war. Oder gerade spannendes Level oder irgendwas, wo ich mich konzentrieren musste. Ja, okay, das war's eigentlich soweit von dem Vlog. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Möchtet ihr noch irgendwas wissen? Ihr habt sozusagen alles erfahren. Guckt bei der Homepage mal vorbei, votet dann mit, wenn es soweit ist. Wie gesagt, in den nächsten Tagen wird es das Voting-Video geben. Dort drunter könnt ihr dann posten, welches Spiel ihr haben wollt. Oder ihr geht auf die Seite und votet. Vorschläge GTA Let's Plays habe ich auch gesagt. Gibt es eigentlich gar nichts mehr weiter. Und ja. Und ich würde sagen, das mit der Kamera funktioniert ganz gut.
Obwohl die jetzt ganz schön ruckelt, sehe ich gerade. Ich hoffe, die ruckelt jetzt nicht schon die ganze Zeit so. Mal kurz bewegen. Ja, die ruckelt die ganze Zeit so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen die ganze Zeit. Ich war doch sehr konzentriert aufs Spiel und habe mich sowieso kaum bewegt, also würde das Ruckeln gar nicht mitbekommen haben. Und ja, würde ich sagen, war's das. Amsrock, Kamera funktioniert. Ich kann hier sogar Greenscreen machen. Ich bin sogar schon am Überlegen. Mal gucken. Mal gucken, geht hier ganz einfach mit dem Programm. Ich habe sowieso vor, mir noch dieses Elgato 60 FPS zu holen. Ich wollte es eigentlich noch vor Division machen, dass ich Division, dass ich The Division mit 60 FPS drauf habe, drin habe. Aber ich weiß nicht, ob ich bis dahin schaffe, mir das zu besorgen. Und dann gibt es nämlich auch Konsolenspiele in 60 FPS. Und ja, das wäre schon cool. Weil ich finde ja, Elgato macht ja sowieso eine hammergeile Qualität, wenn ich mir vorstelle, wie ich mich damals mit dem Hauptaug rumgedümpelt habe, was das für eine verkackte Quali war. Und das ist doch hier schon mega nice auf Konsole. Kann man nicht meckern. Mehr Wut. Und da werde ich dann halt mir das zulegen und dann, das werdet ihr dann schon mitbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Noch ist es ja bei mir so, dass ich eben alles aus meiner eigenen Tasche zahlen muss. Weil nun mal die Unterstützungen sehr rar angesehen sind. Ich mache zwar dafür nicht gerne Werbung, aber in der Kanalinfo, da steht zum Beispiel ein Amazon-Link, wenn ihr da drüber kauft, da müsst ihr nichts dazu bezahlen irgendwie, aber ich kann daran so ein kleines bisschen was verdienen, was dann natürlich wieder hier in die Qualitätsverbesserung sowie in Dings reingeht. Auch von MMOGAs und was drin. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr Bock habt, dann kauft über den Link. Da unterstützt er mich so ein bisschen mit. Da unterstützt er natürlich damit auch euch, weil dann eben, ja wie gesagt, ich mache ungern solche Werbung. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Bettler nach irgendwie Almosen oder bla bla bla. Aber man kann es ja mal mit am Rande erwähnen, dass es sowas gibt. Es gibt zwei Links, es gibt drei Links. Es gibt auch noch, wenn ihr richtig Bock habt, zu spenden oder so, dann könnt ihr das natürlich auch bei PayPal machen. Der Link ist natürlich auch mit in der Videokanalinfo, aber ja, das verlange ich natürlich von keinem. Es ist halt da freiwillig und ja, ist halt, man kann es ja mal ansprechen, ist ja nicht so schlimm. Ne? Nimmt mir das nicht übel, ist es ja nicht so schlimm, aber es würde halt schon helfen. Ne? Wenn ihr da einfach, wie gesagt, es kostet euch ja nichts. Wenn ihr bei Amazon oder MMOGA bestellt und macht, klickt einfach auf den Link, da kommt ihr ganz normal auf die Amazon-Page. Und dort sucht ihr, wie bei normal Amazon auch, sucht ihr dann euer Zeug raus, kauft da drüber und ja. Da könnt ihr auch alles kaufen, ihr müsst nicht nur Videospiele kaufen. Also wenn ihr Klamotten und so kauft, das geht alles da drüber. Ja, das wollte ich bloß nochmal mitteilen. Habe ich noch nie gesagt, werde ich auch nie wieder sagen. Es ist bloß mal so ein kleiner Andeut. Weil eigentlich ist es mir ganz unangenehm, sowas zu sagen. Aber was willst du machen, muss man auch mal machen. Okay, so, das war's jetzt für den Vlog. Jetzt reicht's aber. Jetzt quatsche ich wieder nur noch Nonsens. Und müsste eigentlich schon lange mal zum Ende kommen. Ich muss hier mal aus dem Feuer raus, dass ich mich mal hier umkleiden kann und vielleicht mal zurück, mich zurückbeamen kann, um um ein paar Klamotten zu tauschen oder mal ein paar Sachen zu tauschen, weil ich denke mal, ich habe jetzt schon bestimmt bessere Waffen und so ein Zeug gefunden. Aber naja. Komme ich nicht rein? Ich glaube, kann ich die Dinger nicht irgendwie. Ne, kann man nicht kaputt machen. Wäre schön, schön gewesen. Naja, auf jeden Fall. Den noch. Meine Herren. Da komme ich wieder, naja. Die Drecksack. Piff, paff, puff. Komm, die machen wir noch platt. Zusammen. Kann nicht mehr tragen. Kann nicht mehr tragen.
Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall so weit, dass ich... Nee, bin ich immer noch nicht. Meine Fresse, was ist denn hier los? Ich finde die Kühe ganz cool. Ah, jetzt gibt's hier auch. Coole Sache. Ich kann nichts mehr aufheben. Ach ja, stimmt. Okay. Komm ich wieder in den Fall. Es hat keinen Sinn hier zu sagen. Ja, jetzt geht's wieder. Ja. Jetzt ist aber gut hier. Jetzt hört doch mal auf, ihr blöden Feinde. Ich will mich jetzt hier hinstellen. Ich will mal gucken, was ich so machen kann. So, okay, dann würde ich sagen, ach so, vielleicht interessiert es euch. Warte mal, wie ging denn das jetzt? Weil Rivano zum Beispiel interessiert es immer. Hier seht ihr mein, das ist mein, meine Stats von meinem Krieger. Und ja, wie gesagt, vielleicht interessiert es euch. So, okay, gut, das war's jetzt. Ich verabschiede mich für den Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns. Bis denn. Ciao. Ich muss dahin gucken. Ich gucke mal da hoch. Tschüss.